Boah, das Licht ist gerade, das Wetter ist gerade richtig geil. Komplett hier alles im Schatten auf der Seite. Mal gucken, wir fahren dann gleich rüber in die Sonne. Ja, C4 ist es, ja. Richtig, 89er C4, ja, ja. Ich habe gerade wegen dem digitalen Tacho gesagt, Ende 90er, Anfang 2000er, aber war ja auch Quatsch, ne? Das Auto von, das ist aus meinem Geburtsjahr, das Auto, 89. Okay, wir kommen erstmal ganz gut durch, aber das sind ja auch noch die etwas langsameren Kollegen. Oh, Daytona ist eine geile Strecke, ne? Bisschen konzentrieren. Ich meine, gut, wir haben jetzt einen kleinen Punktevorsprung natürlich mitgenommen. Ja, okay, der Mustang, der Shelby hier, der will. Er hat natürlich ordentlich Leistung hier an der Kette. Das Gute ist noch, wir haben keinen Kompressor, sondern einen Sauger. Also noch beherrschbare Leistung. Hätten wir jetzt noch mehr Dampf an der Kette, würde ich schon sagen, huiuiui. Und wir sind ja auf Traktionskontrolle Nummer 3. 2 tut es, glaube ich, auch. Okay, schon mal auf Platz 10 vor. Hier der Teil. Abstufung Gänge passt, glaube ich, ganz gut. Wir kriegen den fünften immer gerade so noch ausgedreht und dann kommt der Bremspunkt. Das ist ganz gut. Können wir noch ein bisschen Windschatten mitnehmen natürlich auch. Der sechste ist dann, ja, jetzt gucken wir mal. Ich schalte mal hoch. Aber du siehst, wir bauen ja fast gar keine Geschwindigkeit mehr auf. Das ist der Spritspargang, ne? Wo muss ich denn hier bremsen? Hier am Schild, ne? Jo, kommt ungefähr hin. 5 Runden haben wir ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Das ist immer ganz gut, wenn man nicht nur 3 oder 4 Runden hat, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr. Weil man einfach noch ein bisschen mehr Zeit hat, weiter aufzuholen. Ja, also trotzdem muss man wahnsinnig aufpassen. Mit Lenkwinkel, sage ich mal, schon Gaspedal ist keine gute Idee. Keine gute Kombination. Auto bricht aus, selbst mit 2er Traktionskontrolle ist schon krass. Ich kann euch übrigens auch gleich mal meine Lenkrad-Einstellung zeigen für das T300. Die ist ganz gut, wenn man früh merkt, wann man abfangen muss. Boah, der ist aber giftig, ne? Ist halt Ami-Power, ne? Also ich bin hier nie... Ihr seht ja, wie viel Gas ich gebe, ne? Ist ja unten neben der Schaltanzeige, sieht man das ja, wie viel Gas, wie viel Bremse. Und ihr seht ja, dass ich dann immer, solange ich noch Lenkwinkel habe, ey, immer maximal Halbgas. Sonst ist die Kiste sofort weg. So, wir haben noch gut die Hälfte des Rennens Zeit, um hier noch aufzuholen. Schon wieder ein startendes Flugzeug. Also immer die Lenkung schön öffnen dann nach der Kurve und dann Vollgas, dann geht das auch gut. Vor allem im Regen wird das dann natürlich akut. Hier ist ein kleines Dreiergrüppchen. Die sind aber alle recht langsam, ne? Dafür, dass hier 700 LP empfohlen und ich bin auf der höchsten der 3 Schwierigkeitsgrade unterwegs. So schon Top 3, wo wir den Ausflug zwischendurch hatten. Ich habe schon schwerere Rennen erlebt tatsächlich oder Meisterschaften, wo die KI-Gegner schwieriger waren, gefühlt. So, 2 sind noch vor uns. Ich liebe Daytona und ich liebe es umso mehr, weil ich schon mal hier war. 2019 im Miami-Urlaub. Natürlich auch einen Ausflug nach Daytona gemacht. Wir hatten uns dann ja, wir waren ja 2 Wochen dort in Florida. Hatten dann ein gelbes Mustang Cabrio als Mietwagen, allerdings ein EcoBoost, kein V8, ne? Das ist der Standard-Mietwagen in den USA. Mustang mit 4-Zylinder. Aber trotzdem geil, ne? Das gelbe Cabrio dann und da gibt es ja auch diesen Strand, an dem man dann fahren kann mit dem Auto. Und dann natürlich auch Daytona Streckenbesichtigung gemacht mit Streckenführung. Total geil. Man konnte sogar auf die Strecke, auf die Startziellinie drauf gehen und so. Richtig geil. Museum haben sie dann natürlich auch.
Habe ich auch ein schönes Foto gemacht im Banking dann. Und unser Mietwagen, der sah aus, ey. Da war dann diese Zeit dieser Love Bugs, das sind so fette schwarze Käfer, die überall rumfliegen. Und dann auf dem Highway, das Auto sah aus, das war komplett schwarz vorne. War aber ein richtig geiler Urlaub. Bin auch froh, dass wir 2019 noch so viel, dass ich auch so viel gesehen habe noch. Bevor dann Reisen nicht mehr so möglich war. Aber es war dann natürlich umso schlimmer, wenn man das Jahr davor so viel gereist ist und New York und Miami und Tokio und alles gesehen hat und dann ist halt alles vorbei. Einem Schlag. Das war easy, oder? Obwohl das Auto hier quasi 10 Punkte zu wenig hat im Vergleich zu dem empfohlenen. Doch viel Abstand rausgefahren schon wieder. Oh, sieht das genial aus mit dem Sonnenuntergang jetzt hier. Und da muss ich wirklich sagen, so sahen diese Sonnenuntergänge dort auch aus. Also wunderschön. Die Lichtstimmung einfach generell, auch Florida, ist einfach ganz anders. Und vor allem, wir haben ja auch so ein paar Tuning-Treffen und sowas dort besucht. Und man kennt ja so die Fahrzeuglacke. Es gibt wirklich Farben, die dann einfach nochmal anders aussehen. Also dieses Velocity Blue von Ford oder sowas auf den Mustangs, das hat dort in der Florida-Sonne einfach ganz anders ausgesehen, als wenn es bei uns in Bottrop oder in Gölln auf dem Parkplatz steht, im Parkhaus. Das ist einfach, es ist einfach anders, die Lichtverhältnisse, auch wie die Sonneneinstrahlung dort ist, ne? Auch irgendwie wahrscheinlich so geografisch, atmosphärisch bedingt, keine Ahnung. So. Aber sehr oft gab es dort diese wunderschönen, fast rosafarbenen Sonnenuntergänge. Okay, eine Runde gleich noch. Schön in die Nacht rein geht's hier. Ja, ich glaube, sechsten Gang brauche ich gar nicht nehmen. Der fünfte geht auch, glaube ich, bis 2. Gucken wir mal. Oh, ist 2,82 so irgendwie, ne? Ja, ein bisschen spät. Aber. Ich finde es auch bei GT7 im Lenkrad ziemlich schwierig, manchmal gegenzulenken. Jetzt ist es komplett dunkel. Gut, war natürlich jetzt eine Zeitraffer-Geschichte, ne? Also, es war jetzt kein realistischer, sondern beschleunigter. Ach, guck mal, das Riesenrad ist sogar angegangen. Nice. Das ist schon wirklich schön hier. Aber wenn es echt so viele Menübücher gibt, dann bin ich ja wirklich noch nicht weit. Bin gespannt, was da alles noch kommt. Ich hatte in irgendeinem Testbericht, oder wo war das? Meinte jemand, 39 Menübücher gibt es. Aber wenn jemand schrieb, es gibt, er war schon bei Menübuch 54, dann kommt da noch einiges. Schnellste Runde haben wir auch mittlerweile. Jetzt ist auch komplett duster. Komplett schwatt, der Himmel. Nice. Und wenn man jetzt hochschaltet, dann fällt die Geschwindigkeit erstmal wieder 3 runter. Nee, es macht gar keinen Sinn. Bleibt man hier einfach am 5., dann ist gut beim Shelby.